Hallihallo und herzlich willkommen hier zum endlichen. Zum eigentlichen Punkt, warum wir Landwirtschaftssimulator spielen, meinst du, oder? Nee, dass wir endlich die Forstwirtschaft betreiben, beziehungsweise die Land. Die Landmaschine. Die Maschine dafür kann man offen. Oh. Wir fangen an mit einem Gerät. Und zwar ist das. Der Ponce Scorpion King. Und das ist der Haris, oder? Der was? Was? Der Haris, also quasi der, wo die Bäume platt macht und schält und so. Ja, genau. Genau. Den kaufen wir mal. Mal gucken, was der kann. 4,40 kostet der. Easy für uns. Also die Forstwirtschaft ist gar nicht so teuer. So am Rande. Die ist nämlich gar nicht so teuer. So. Jetzt kaufen geht's wir einen ab. LKW mit 640 PS. Man muss dazu sagen, wir haben jetzt 3,3 Millionen noch. Wir kaufen natürlich das Dickste vom Dicksten, ne? Damit wir die Bäume transportieren können. Dann kaufen wir einen Dolly. Was für ein Ding? Ein Dolly. Ein Dulli. Sagen wir Dulli. Und dazu dann nochmal einen Schnulli. Und danach kaufen wir ein Gulli. Ja. Und jetzt kaufen wir noch mal eine Ankermaschine. Dann, wie man uns so kennt, haben wir alles voll eskalieren lassen. Und das ist unser Aber Motto. Wir wollten zwei Maschinen davon kaufen. Die Frage ist, zwei Maschinen von? Von dem, wo wir die Bäume fällen können. Ja. Easy, wir haben noch 3 Millionen. Was zögerst du? Nee, übertreiben wollen wir es jetzt auch nicht, aber die Maschine kaufen wir auf jeden Fall zweimal. Man sieht, wir haben jetzt gerade mal 800.000 auf den Kopf gehauen. Nicht mal, wir sind sogar noch drunter, oder? Und ich kaufe eine Baumpflanzmaschine, ne? Alles, was wir brauchen. AGCU. Oh, und dann kannst du auch gleich noch Bäume, Setzlinge und das Gedöns zum Schluss auch noch einen Schwung bestellen. Das stellen wir dann die Hälfte des Hofes voll, okay? Was war das nochmal? Das kriegen wir hin. Das meistern wir. Oh, ah nee, das ist ja gar nicht der Shop. Ach, das war das Gewicht, glaube ich. Also, das erste, was wir mit den Forstsachen machen, würde ich sagen, ist erstmal bei uns am Hof die ganzen Bäume fällen, die da an unserem Feld sind, damit wir da ungehindert hin können und drehen und so. Also erstmal das eigene Feld aufräumen, sozusagen. Mit den Scheißbäumen. Und wir kaufen doch erstmal nur einen. Wir können eigentlich direkt zwei kaufen. Ja, machen wir schon. Ah ja, da steht schon das ganze Zeug. Wir gucken uns jetzt an, wie Stück für Stück da
die Sachen dazukommen. Könntest du noch die Zeit schneller drehen auf 120? Der Regen geht mir tierisch auf den Sack. Wir können ja mal in der Zwischenzeit gucken nach, nach den Setzlingen und was es da sonst noch so gibt. Man kann ja auch Ballen kaufen. Das macht natürlich keinen Sinn. Wahrscheinlich haben wir jetzt so viel Geld, dass wir eigentlich jeden Wirtschaftszweig bewirtschaften könnten. Paletten. Also eigentlich gibt es ja nur Setzlinge. Saatgut, Pflanzenschutzmitteltank macht alles gar keinen Sinn. Ich habe jetzt mal ein paar Setzlinge gekauft. Da ist das natürlich die Frage, was ist das Palette Pappelsetzlinge? Aber ja. Pappel, ist das ein Baum, oder? Okay, ich habe jetzt eine Maschine gekauft. Wie ich denke. Ja, kauf noch mal ein paar Setzlinge. Das sind ja keine. Das ist ja zwei Dinger. Das ist ja ein Witz. 20 Stück. So, das heißt, im Endeffekt haben wir jetzt wie viel für die Maschine ausgegeben, die hier so stehen? Halt, das müssen wir angucken. Das gucken wir uns mal von der Nähe an. Guckt euch das mal. Habe ich dich da jetzt zugekauft, oder? Ja. Guckt euch das mal an. Der ganze Wald steht schon hier. Also, die Maschinen kosten insgesamt wie viel? 1,5, oder? Nee, nicht mal. 1,3. What the fuck? Ist das eine Maschine, was du da hinter dir hast? Ja. Uhuhu. Heilige Scheiße! Was ist das? Das ist unser Häcksler, oder? Ja. Alter, wie pervers sieht das denn aus? Also mit dem Ding darf ich nicht fahren, sage ich dir. Wenn ich da irgendwo hängen bleibe, wir kommen da nie wieder weg. Alter, wie fett ist das denn? Hallo Lukas, hi. Eigentlich wollte ich diesen Dolly hinten ranmachen. Das geht irgendwie nicht. Was? Das hier, das Fliegel, da wo ich jetzt draufstehe. Ja. Also überleg doch mal, das verzieht der doch nicht. Den wollte ich hinten ranmachen. Ich fahr mal die Maschine. Die finde ich geiler. Die sieht ja richtig fancy aus. Harvester. Ja, Harvester, Haris ist ungefähr genau das gleiche. Also schalten wir den mal an, ne? Oh ja. Jetzt machen wir erstmal die ganzen Setzlinge kaputt. Tempomat, Tempomat. Schnittlänge ändern. Ah ja, man kann ja sogar sagen, wie die Schnittlänge sein soll. Die geht von einem bis 8 Meter. Das ist jetzt natürlich die Frage, ne? Wie lang können wir unsere Bäume schneiden? Schon das längste, oder? 8 Meter. Sollte da ja drauf passen, oder? Aber wir müssen noch Land kaufen. Das machen wir später. Da gucken wir jetzt erstmal, dass wir unser Land aufgeräumt kriegen von den Bäumen. Ja, wir haben eigentlich schon fast alles. Für, oder? Würde ich jetzt so nicht sagen. Ich guck mal am Hof, wie viele Bäume da noch im Weg stehen. Wo ist denn hier unser Pickup?
im Fahrzeug einsteigen. Hast du den auch aufgeräumt? Mhm. Wo steht der? Nee, der steht am Haus, aber ist nicht als Punkt gekennzeichnet. Ist er pick up? Also. Wir haben auf jeden Fall mal zwei Bäume. Ja, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, machen wir auch noch weg, 11, 12. 12 beim Einfeld. Machen wir die noch am Hof weg. Oder ne, die sind eingezäunt, das macht keinen Sinn. Also es lohnt sich schon, dass wir hier runterkommen. Und da haben wir 13, 14, 15, 16. 16 Bäume haben wir hier. Können alle weg. Wo denn? Da unten, um unsere Felder. Wo? Ich zeig's dir. Folge mir einfach mit meinem Pickup. Und halt! Das Gute ist, wir haben da oben ja nochmal dieselbe Maschine stehen. Das heißt, die müssen wir gar nicht zweimal kaufen. Wir haben also. Eben, jetzt schon. Also guck, unter anderem der Baum, ja, der muss weg, der steht direkt am Feld. Der Baum muss weg. Können wir im selben Zuge den hier jetzt links neben mir auch machen. Dann hier noch den kleinen am Eck. Da hast du sogar noch welche gefällt. Und da oben ringsrum auch alle weg ums Feld. Aber mach erstmal bitte den Regen weg. Danke. Oh. Ah, du hast den Rot gekauft. Ich fahre jetzt mit dem Gelben hinterher. Du, das macht mich irgendwie richtig geil hier. Die Maschine. Der Harvester. Wir haben einfach mal zwei gekauft. Ja, und was steht dann da unten am Hof? Ein anderer. Ein billigerer, oder? Was ganz anderes. Ach, was ganz anderes. Mhm. Alter, das ist langsam. Na gut, 23 km/h. Alter, wie steuert man das denn mit Maus und Tastatur? Ich weiß, du kannst nur Controller sagen, aber... Ah! Man drückt die rechte Maustaste und dann fährt man die Maus hoch und runter und dann wippt der so rum. Das ist ja geil. Alter! Wie bewegt der sich denn? Wenn ich meine linke Maustaste drücke, dann stellen sich die Reifen schief. Was ist das denn? Oder wofür ist das, Lukas? Was? Wenn ich die linke Maustaste drücke, dann stellen sich die Reifen schief. Was heißt Reifen schief? Ja, das heißt, dass sich ein paar anheben. Und also, meinetwegen, die zwei rechten Reifen heben völlig vom Boden ab. Okay. Ist voll crazy. Ja.
Oh. Da hat es auf jeden Fall nochmal gekracht. Ja. Wenn jetzt tagsüber gewesen wäre, hätte ich gesagt, da hat jemand ans Zimmer angeklopft. Und was hast du da noch beim Händler stehen? Was ist das für Gerätschaft? Pflanzsetzungsmaschine. Ah ja. Und die zieht man auch mit dem LKW, oder? Nee, mit dem Traktor. Hoi. Dann brauchen wir ja noch einen Traktor, oder? Jupp. Eieieiei. Na, guck. 4 Minuten haben wir noch. Und wir haben noch eine Folge vor uns. Also können wir doch hier noch ein bisschen rumexperimentieren. Sojabohne ist jetzt auf dem Tiefstand beim Restaurant. 1500 und es sinkt noch mehr. Das hält man noch nicht für möglich. Ich muss so lachen, wenn sie die für 1 Euro verkaufen, die Sojabohne. Merkt schon, wenn Tramp nicht mehr spricht und Mucksmäuschen still ist, dann ist der Junge konzentriert. Dann wird es richtig kompliziert. Deswegen gehen wir jetzt mal davon aus, dass er schon da oben was klein häckselt. Und halt komplett was wegmacht. Dann machen wir jetzt mal eine Schlafanfrage. Dann hört der Regen auf, dann können wir wieder auf Echtzeit runtergehen. Oh, der Regen hört jetzt schon auf. Alles klar. Also, kannst wieder auf Echtzeit runter. So, und wir gehen rein und machen eine Schlafanfrage von... wie viele Stunden? Muss ich wieder rausgehen? 10. Machen wir 11. Ja, 8:40 Uhr. Ah, was für ein schönes Wetter. Was mottest du da? Hä? Was mottest du da? Er hat schon übel krass. Was ist? Kann es ja komplett in Schieflage gehen.
Na gut, das war's für die Folge. Würde ich mal sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.